Denn jetzt, wo Imke einen Platz für Miss Dixie hat... Es ist vorbei, klar? Soweit es mich angeht, ist Miss Dixie für immer weggegangen. Hallo, was hast du heute so vor, hä? Auch wenn es für dich überraschend klingt, wir müssen zur Schule. Lass uns doch zur Ostsee fahren. Wir zwei? Das ist nicht dein Ernst. Ja, mir schwebt eigentlich vor zu picknicken. An der See schmeckt's besser. Du schnallst es einfach nicht, oder? Ich bin nicht interessiert. Du magst sie wirklich sehr, hä? Wie kann ich diesen Eisklotz auftauen? Wohl gar nicht im Moment. Ich meine, sie hat gerade mit Stefan Schluss gemacht und dann verliert sie noch Miss Dixie. Ja, ich weiß. Ganz schön hart. Alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Ich wollte nur gerade ein paar von Wendys Übungen ausprobieren, aber das sollte ich mir lieber noch verkneifen. Ja, sie war oft hier am Strand mit Miss Dixie. Ich meine Sascha. Die zwei sind spitze. Sie waren es mal. Sascha ist mein Pferd, nicht Wendys. Ja, ich weiß. Dummerweise hängt sie nur ganz furchtbar an ihr. Wen wundert's? Sie ist großartig. Dann geht ihr zum Turnier? Nur als Zuschauer. Du hast mich gesehen. Das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Das wäre aber schade. Wieso? Sascha und ich konnten gut aufs Westernreiten verzichten. Ja, weil niemandem bewusst war, dass in diesem Pferd schon immer verborgene Talente steckten. In Sascha? Ja. Und du willst nun dieses gewaltige Potenzial verkümmern lassen? Aber ich will sie nicht nochmal verlieren. Das verstehe ich. Siehst du, Wendy wollte sie auch nicht hergeben. Und das Tragische ist, ein Gewinnerteam wie Wendy und Miss Dixie, sowas kommt nur alle Jubeljahre mal vor. Denk drüber nach.